Wir wollten zeigen mit diesem Festival dann auch, dass die Fotografie noch nie so gut war wie zu diesem Zeitpunkt. Man wird so gepusht, man geht nach dieser einen Woche des Festivals nach Hause und sagt, wo ist die Kamera? Ich muss unbedingt loslegen und muss jetzt selber Bilder machen. Das Lumix Festival ist natürlich was Besonderes für die jungen Fotografen, aber nicht nur die kommen nach Hannover, sondern die ganze Branche versammelt sich mittlerweile in Hannover immer im Juni alle 2 Jahre. Die Aufgabe des Festivals ist neben den 60 Fotografen, denen eine Chance zu geben, gezeigt zu werden, auch den Besuchern etwas zu bieten. Und neben den 60 Ausstellungen, die über 1500 Bilder fassen, gibt es auch ganz viel Multimedia-Arbeiten, die gezeigt werden, weil Fotografie heutzutage nicht mehr zweidimensional ist. Und jetzt haben wir, ich glaube, Bewerber aus etwa 80 Ländern der Welt und auch unter den Teilnehmern sind sehr, sehr viele internationale Fotografen. Wir haben Vorträge von 8 der bedeutendsten Fotografen der Welt, die im Hörsaal über ihre Arbeiten erzählen. Das alles hat eine unglaublich stimulierende Wirkung. Wir haben in den letzten Jahren mehr und mehr Gäste bei uns, die Bildredakteure bei namhaften Publikationen sind, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern mittlerweile auch aus dem Ausland, und die speziell nach Hannover reisen, um dort Geschichten zu generieren für ihre eigenen Publikationen. Die Stimmung ist anders als auf anderen Festivals. Es hat was familiäreres. 2/3 aller ausstellenden Fotografen kommen nach Hannover, werden bei den Studierenden untergebracht. Es ergeben sich Freundschaften, Kontakte, Netzwerke, die man später auch für die eigene Arbeit nutzen kann. Das Schönste, was ich erlebt habe, ist bei der Geschichte von Thomas Leckfeld über das kleine Mädchen Wiebe, dass die Menschen sehr emotional berührt waren. Und auch heute ist es nach wie vor noch so, dass wenn Menschen auf mich treffen und wissen, dass ich das Festival mache, dass sie halt von dieser Geschichte erzählen. Also dass sie sich jetzt noch erinnern können, was sie damals erlebt haben. Und da freue ich mich, weil das Festival auch nachhaltig was bewirkt. Und wir hoffen damit, die Menschen zu bewegen und nicht einfach nur ein Happening zu veranstalten, sondern halt die Menschen halt nachdenklich zu machen. Auch über sich selbst vielleicht am Ende, um vielleicht auch ein bisschen für die ganze Welt zu öffnen.